Liebe Abgeordnete des EU-Parlaments, ich bitte Sie hiermit, gegen die geplante Fluggastdatenspeicherung zu stimmen. Gespeichert werden dürfen dabei jegliche Informationen, denen die Fluggesellschaften habhaft werden können. Dazu zählen nicht nur Kontakt- und Kontodaten, es gibt sogar ein Freitextfeld, in das subjektive Einschätzungen und Beobachtungen eingetragen werden können, ohne das Wissen der Betroffenen. Problematisch ist dabei nicht nur, was gespeichert wird, sondern auch, wie lange gespeichert wird. 5 Jahre sollen die Daten gespeichert werden, das erste halbe Jahr unter Klarnamen. Die Fluggastdatenspeicherung verstößt dabei gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Die Fluggastdatenspeicherung muss gestoppt werden. Ich bitte Sie darum, gegen die Richtlinie zu stimmen.